Richtig fett verdienen oder gerade so über die Runden kommen. Die Gehaltsschere in Deutschland ist gigantisch. Die geht eigentlich gar nicht mehr weiter auf, dann bricht sie auseinander. Mehrwertsteuer auf Kartoffeln. Mal 7, mal 19%. Totaler Irrsinn für viele. Also das ist konfus bis sonst was. Das ist irgendwie schon ein bisschen dreist, finde ich. Und Steueroasen mitten in Deutschland, wie manche Firmen mit miesen Maschen Steuern sparen. Dreist, aber legal. Jeder ist sich selbst der Nächste, also das muss man ganz realistisch so sehen. Die Tricks mit Steuern und Gehältern. Die Deutschen verdienen relativ gut, trotz aktueller Krisen. Wir sprechen über Geld, auch wenn die meisten daraus gerne ein Geheimnis machen. Berufseinsteiger. Welcher Beruf? Personalreferentin. Ah ja, okay. Und sind Sie zufrieden mit der Bezahlung? Ja, also ich bin im Einzelhandel, deswegen könnte es ein bisschen mehr sein, aber grundsätzlich aktuell schon. Was verdienen Sie denn? Das will ich nicht sagen. Man unterhält sich einfach nicht übers Gehalt. So. Selbst mit den Kollegen nicht. Ist ja verboten. Also bei uns ist verboten, übers Gehalt zu reden. Ach. Na ganz einfach, wenn es einem schlecht geht, sagt man das nicht. Und wenn es einem relativ gut geht, ist der Neid der anderen, wo man sich dann auch zurückhält. Das sage ich nicht. Warum nicht? Nee. Warum eigentlich nicht? Nein. Wenn es um Geld geht, lieber mal die Klappe halten. Das denken sich viele. So manche leiden unter der gigantischen Gehaltsschere in Deutschland. Im vergangenen Jahr verdiente jeder Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 3.352 Euro brutto. Blickt man nur auf Vollzeitbeschäftigte, sind es monatlich sogar durchschnittlich 4.100 Euro. Doch die Zahlen täuschen, meint die Fachanwältin für Arbeitsrecht Katrin Stahner. Im Schnitt verdient zwar jeder 4.100 Euro brutto im Monat, aber eben nur im Schnitt. Wenn man sich dann die Verteilung anschaut, dann gibt es ungefähr ein Drittel, was darüber liegt und zwei Drittel, die darunter liegen und zwar zum Teil natürlich auch ganz erheblich darunter liegen. In welchem Beruf verdient man richtig gut und wo nicht so? Ganz schön schwer, das einzuschätzen. Wir haben dafür Durchschnittswerte genommen nach 5-jähriger Festanstellungszeit. Vollzeit. So, dann wollen wir hier mal auf den Lehrer gucken. 48.000 im Jahr. 48.000. 4,5. Oh. Reinigungskraft? 27. Berechtigt? Ja. Meistens nicht qualifiziert oder so, da braucht man irgendwo eine Qualifikation. Das ist meistens angelernt und ich finde, das ist gerecht. So, schauen wir mal in einen anderen Bereich, vielleicht jetzt mal bei den Ärzten. Hausarzt? Auch Durchschnittsgehalt? 90. 90? Das sind tatsächlich nur 75. Ist das zu wenig? Ja. Warum? Und so wenig Hausärzte, wie es gibt. Ich meine, wir sehen es ja bei unseren Ärzten, was da los ist. Die arbeiten nicht nur den normalen Tag, die arbeiten abends bis 21 Uhr, rufen noch Leute an. Pflegergerecht bezahlt? Nein, natürlich nicht. 3.000 brutto? Ja, Grusel. Das ist nicht viel. Und Friseuren kriegen noch weniger. Die kommen noch nicht mehr auf 3.000, die kommen auf 2.500. Und damit auf knapp 30.000 Euro im Jahr. Weiter geht's mit dem ehemaligen Chef von VW, Herbert Dies. Da sind wir ja beim Topmanager, Spitzenverdiener. Was verdient er im Jahr? Da sind wir auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich. Aber ich habe keine Vorstellung, wie hoch. 200.000. Nein, fang nicht weg. Krass, so gerecht? Viel zu viel. Er soll auch viel Geld verdienen, aber ich glaube nicht, dass 8,6 Millionen im Verhältnis stehen zu einer Pflegekraft von 35.000. Es tut mir leid. Nein. Genau. Fazit: Bei Gehältern in Deutschland gibt es teilweise krasse Unterschiede. Die Schere ist eben so weit auf, die geht eigentlich gar nicht mehr weiter auf, dann bricht sie auseinander. Und ehrlicherweise, ich selber empfinde die Einkommensverteilung auch als bisweilen ungerecht. Tatsächlich sieht die Gehaltspyramide so aus.
22% der Vollzeitbeschäftigten müssen mit 2.500 Euro brutto im Monat oder weniger auskommen. 35% bekommen bis zu 3.000 Euro brutto im Monat. Nur 10% verdienen 5.000 Euro oder mehr im Monat, abzüglich Steuern und so weiter. Und dann gibt es noch etwa 26.000 Einkommensmillionäre. Zum Beispiel Mercedes-Chef Ola Källenius, 6,5 Millionen Euro. Und eben Herbert Diess, der langjährige Chef von Volkswagen, 8,6 Millionen Euro. Wir sind am Flughafen in Hamburg. Pilot, ein Traumjob für viele und gut bezahlt. Auch er gehörte zu den Topverdienern in Deutschland. 40 Jahre ist Raimund Neuhold beruflich geflogen. 35 Jahre davon als Lufthansa-Kapitän. Sagen Sie, wie sieht eigentlich so eine Arbeitswoche eines Piloten aus? Man bekommt seinen Dienstplan ca. 5 Tage vor Monatsende für den nächsten Monat. Auf Langstrecke ist man dann zum Teil 18 bis 20 Tage unterwegs. Oh. Und wie herausfordernd ist die Aufgabe des Piloten? Also so rein mal technisch. Es gibt natürlich Bereiche während des Fluges, bei denen die Arbeitsbelastung geringer ist. Reiseflug zum Beispiel. Dahingegen Start, Landung, Anflug, entsprechende Wetterbedingungen oder auch sehr seltene Abnormals, irgendwelche Systemausfälle, die sind dann doch etwas herausfordernder. Da muss man in der Lage sein, auf den Punkt zu jeder Tages- und Nachtzeit seine entsprechende Leistung zu erbringen. Wie das gelingt, lernen Piloten in ihrer Ausbildung. Die dauert 2 Jahre und kostet etwa 120.000 Euro. Also muss ich in Vorleistung gehen? Muss ich in Vorleistung treten, die muss ich selber finanzieren. Das heißt, ich starte erstmal mit einem Riesenberg Schulden ins Berufsleben. Und ich habe dann vor allen Dingen nach Abschluss dieser Ausbildung nicht unbedingt eine Sicherheit, auch eine Anstellung zu bekommen. Denn das ist ja ein sehr zyklisches Geschäft, wie wir gerade bei Corona wieder gesehen haben. Und wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, muss ich schauen, wie dann die entsprechende Marktsituation ist und mich auf diesem Markt dann entsprechend umschauen, um einen Job zu kriegen. Geflogen ist Raimund Neuhold für Lufthansa einen Airbus A340 mit Platz für 300 Passagiere. Seit 1,5 Jahren Ruhestand. Er arbeitet aber immer noch als Ausbilder für Flugkapitäne. Was kriegt jetzt ein Lufthansa-Pilot im Passagierbereich? Also die Gehälter enden momentan in der Größenordnung 180.000 bis 200.000 Euro im Jahr. Klingt schon mal für einen Außenstehenden ganz schön ordentlich. Wie würden Sie dieses Gehalt bewerten? Das Gehalt liegt am Ende einer langjährigen Berufstätigkeit, also nach, ich sag mal, 25, 30 Berufsjahren. Und ist einerseits behaftet mit dem Risiko, eine Anstellung überhaupt zu bekommen zu Anfang, dem Beginn mit Schulden und der regelmäßigen Notwendigkeit, sich nicht nur Checks zu unterziehen, sondern auch einer medizinischen Tauglichkeit. Das heißt, Sie sehen das Gehalt als angemessen? Ich sehe das Gehalt sehr als angemessen, weil ich eine entsprechende Verantwortung trage und weil ich Leistung auf den Punkt erbringen muss. Kein Zweifel, Piloten tragen eine große Verantwortung in ihrem Job. Doch die haben auch andere und bekommen viel weniger Geld. Wir sind mit Andreas Jags verabredet. Er arbeitet seit 11 Jahren als Busfahrer bei der Hamburger Hochbahn und hat eine 39-Stunden-Woche. Moin, Herr Jags, oh, grüß Sie. Wir arbeiten immer 6 Tage, 3 Tage frei, dann wieder 6 Tage, 3 Tage frei. 33 unterschiedliche Touren fährt Andreas Jags. Die Strecken und Haltestellen muss er auswendig können. Jeden Tag kann eine andere Tour dran sein. Baustellen, Straßensperrungen, Staus. Das Grundgehalt von Andreas Jags beträgt 3.333 Euro brutto im Monat. Mit Zuschlägen für Fahrdienste am Wochenende und Feiertagen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld wächst sein Bruttomonatsgehalt auf rund 3.800 Euro. Wo stufen Sie sich ein in der Gehaltspyramide, sage ich mal? In der Mitte. Mhm. Also im guten Durchschnitt. Das Leben ist teuer. Was bleibt da am Ende übrig? Ich komme über die Runden. Dadurch, dass meine Frau arbeitet. Und dadurch können wir uns natürlich immer noch unseren Standard, den wir zurzeit haben, leisten. Und wenn das nicht wäre? Wir würden Miete, Energiekosten
und Lebenshaltungskosten gestemmt kriegen. Das würden wir mit meinem Gehalt schaffen. Dann würde gar nichts mehr übrig bleiben, ist klar. Aber dann dürfte nichts kaputt gehen, dann darf nichts Großes passieren. Und Urlaub wäre auch nicht drin? Dann wäre Urlaub nicht mehr drin. Obwohl das Geld am Ende des Monats knapp ist, Andreas Jax macht seinen Job gern. Das ist jetzt ja ein kleiner Bus. Das heißt, hier kriegen wir ja nur 50 Leute rein. Wir haben ja Busse bis zu 180 Personen. Ist ja fast ein Flugzeug voll. Fast ein Flugzeug. Also wir haben nicht viel weniger Verantwortung als wir die Piloten. Weil nach dem Start fliegt er oben, gegebenenfalls mit Autopilot. Ich muss alles alleine machen und habe auch noch andere Verkehrsteilnehmer, für die ich mitdenken muss. Trotzdem, ein erfahrener Pilot verdient etwa viermal so viel wie Busfahrer Andreas Jax. Ist das gerecht? Subjektiv ist es genauso wichtig, der Busfahrer, dass er keinen Unfall verursacht wie der Pilot. Aber es wird natürlich anders reflektiert in der Vergütung. Wovon hängt eigentlich ab, wie viel ich in Deutschland in einem Job verdiene? Ganz maßgeblich ist natürlich die Frage, welche Ausbildung steckt dahinter, wie lange ist diese Ausbildung, wie schwer ist diese Ausbildung, wie viele Menschen haben diese Ausbildung, welche Verantwortung steckt dahinter, wie schnell kann ich vielleicht meinen Job auch wieder verlieren, weil ich darin nicht gut genug bin oder weil bestimmte Rahmenbedingungen sich verändern. So richtig viel Geld für ihren Job bekommen nur wenige Menschen. Steuern zahlen, das tut keiner gerne. Weder Privatleute noch Unternehmer. Von denen fühlen sich viele ungerecht behandelt und besteuert. Denn die Liste der Abgaben ist lang. Wir sind mit Eckart Jansen verabredet. Er ist Inhaber und Geschäftsführer eines Analyselabors in Hamburg. Was ist denn Ihr tägliches Business? Das tägliche Business? Lebensmittel. Lebensmittel analysieren, Bedarfsgegenstände, die werden analysiert und werden überprüft, ob irgendwelche Toxine drin sind. In den meisten Fällen natürlich nichts. Das ist immer halt, eigentlich messen wir immer nichts. Ja. Und dafür brauchen wir diesen riesen Fuhrpark, um nichts zu messen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? 250 sind in der Welt und hier sind 220. Wow, das ist aber schon echt groß. Und über welche Umsätze im Jahr reden wir denn da? Umsätze? Ja. Wenn wir nehmen, wir fragen, was er für Umsätze hat. Ich habe gedacht, die probieren es mal. Ungefähr 20 Millionen. 20 Millionen. Das ist das, was reinkommt, aber dann gibt es natürlich die ganzen Abgaben, ne? Ja, so ein paar. Vom Gesamtumsatz gehen rund 70% Unternehmenskosten, etwa für Geräte und Personal, ab. Dazu kommen zahlreiche Steuern. Herr Jansen, welche Steuern müssen Sie als Unternehmer bezahlen? Ja, wir haben die Körperschaftssteuer. Was ist denn das eigentlich? Die Körperschaftssteuer, die Unternehmenssteuer, die einfach vom Unternehmen zu entrichten sind. Ich sag mal, als Bürger hat man vielleicht eine Einkommensteuer, die man kennt, und das ist die Unternehmenssteuer. Okay. Gewerbesteuer ist im Prinzip auch eine Unternehmenssteuer, die man entrichtet, wo das Geld dann aber den Gemeinden zufließt. Lohnsteuer ist das, was man zu bezahlen hat, wenn man Lohn und Gehalt bekommt. Und da hat man natürlich Lohnnebenkosten und der Arbeitgeberanteil sind ungefähr 20%. Soli sind 5,5% und Umsatzsteuer 19%. Und das sind ja Steuern, die ich dann auf meinen Gewinn zahle. Also jeden Euro, den wir im Gewinn haben, davon geben wir 30 Cent ab. Das ist ein Drittel eigentlich, ne? Mehr ein Drittel oder weniger? Ungefähr, ja, mehr oder weniger ein Drittel. Mehr als die Hälfte davon die Gewerbesteuer. Mit 16% ist sie in Hamburg besonders hoch. Und so bleibt bei Eckart Jansen von den 20 Millionen Euro Umsatz am Ende nur rund 1 Million Euro Unternehmensgewinn übrig. Mit den anderen Steuern sind Sie fein und d'accord, aber bei der Gewerbesteuer, da hadern Sie dann schon noch ein bisschen, ne? Ja, man sagt natürlich als Unternehmen immer, warum muss das alles so hoch sein? Ne? Ein Prozent weniger wäre ja auch toll, würde ein bisschen mehr überbleiben, könnte ich ein bisschen mehr investieren. Und damit auch mehr Arbeitsplätze schaffen, die wiederum mehr Lohnsteuer generieren würden. So sieht er es. Wenn es den Firmen zu viel wird, wandern sie ab. Dahin, wo es günstiger ist. Wir sind auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen. Hierhin lockt die Gemeinde Monheim am Rhein, und zwar mit einer Mini-Gewerbesteuer. Auffällig, an manchen Briefkästen ungewöhnlich viele Firmennamen. In nur einer Büroetage sind es 75. Eine Etage darunter 16. Hier 48. Und an diesen 5 Briefkästen stehen 24 Firmennamen. Wie viele Unternehmen in Monheim gemeldet sind, will uns die Stadt nicht sagen.
Einige Firmen begründen die Standortwahl mit dem Gewerbesteuersatz. Denn Monheim am Rhein arbeitet mit dem Steueroasentrick. Während in Hamburg mehr als 16% oder in Düsseldorf mehr als 15% Gewerbesteuer auf Gewinne fällig werden, sind es in Monheim bloß rund 9%. Wie Firmen dieses Steuergefälle im großen Stil ausnutzen, hat Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit untersucht. Für die Kommunen, die Steueroasen selbst, bedeutet dieses System zusätzliche Einnahmen. Kommunen wie Monheim haben sich mit diesem Geld auf Kosten der anderen Gemeinden saniert, können ganz, ganz viele öffentliche Leistungen anbieten, um die die Nachbarkommunen beneiden. Tatsächlich gehört Monheim zu den reichsten Kommunen Deutschlands. Hier gibt es tolle Spielplätze, schnelles Glasfaser-Internet, kostenlose Kitas, selbstfahrende Elektrobusse und einen kunstvollen Kreisverkehr. Das alles kostet viel Geld. Lockt die Stadt also Firmen aus anderen Kommunen an und nimmt den anderen Gemeinden Steuereinnahmen weg? Wir treffen Daniel Zimmermann, Bürgermeister von Monheim. Seit Amtsantritt 2009 hat er die Gewerbesteuer in seiner Stadt schrittweise von 15 auf rund 9% gesenkt. Was hat sich seitdem geändert? Es haben sich eine ganze Reihe von Unternehmen angesiedelt. Wir haben unsere Arbeitsplätze hier vor Ort erheblich erhöht. Es gibt einen Plus von fast 6.000 Jobs. Die Einnahmen für die Stadt, wie haben die sich entwickelt? Also vor der Steuersenkung hatte die Stadt jährlich etwa 20 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Davon durften wir die Hälfte behalten. Das waren also 10 Millionen Euro, die in der Monheimer Stadtkasse verblieben sind. Mittlerweile haben wir so um die 200 Millionen Euro Steuereinnahmen. Davon bleiben allerdings nur noch 20% in der Monheimer Stadtkasse, also rund 40 Millionen Euro. Und die Differenz von 10 auf 40, diese 30 Millionen plus, das ist tatsächlich der Profit für die Stadt Monheim. Was sagen Sie Kritikern, die Ihnen vorwerfen, Sie würden hier auf Kosten der Allgemeinheit die Stadt gesund sanieren? Ich wage mal die Prophezeiung, sollte man uns jetzt zwingen, den Steuersatz wieder auf den Durchschnitt anzuheben, dann würden diese Firmen ja nicht in Oberhausen oder in Duisburg ihre Steuern zahlen, sondern wahrscheinlich irgendwo in den Niederlanden oder in Belgien. Insofern ziehen wir eben auch Steuerkraft hier nach Nordrhein-Westfalen, die wir dann wieder in den kommunalen Finanzausgleich mit anderen Kommunen teilen. Kommunen wie Monheim dürfen die Höhe der Gewerbesteuer ganz frei festlegen. Völlig legal. Mindestens 12 solcher Steueroasen gibt es schon in Deutschland. Das lockt Firmen an. Einige verlagern allerdings nur einen kleinen Teil ihres Unternehmens. Und das hat Folgen. Der große Schaden entsteht in den Städten, wo diese Gewinne ursprünglich erwirtschaftet werden. Und die Unternehmen, die eben ihre Gewinne künstlich da wegverschieben, sorgen auch für Krach, Lärm und Schmutz in den Gemeinden, wo ihre Fabriken und ihre Mitarbeiter sitzen und beteiligen sich aber nicht an der Finanzierung des Gemeinwohls. Diese Masche macht sich im nur 6 Kilometer entfernten Dormagen bemerkbar. Hier sieht es trister aus. Einnahmen sinken, Firmen ziehen weg. Wobei, eigentlich sind sie oft gar nicht wirklich weg, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Wenn sich ein Unternehmen von Dormagen nach Monheim wegen der Gewerbesteuer verlagert, kein Problem. Dann sollen die aber auch alles mitnehmen. Wo ich ein Problem mit habe, dass die hier weiter produzieren, eine Abteilung mit 5 Mann darüber schicken und dann oder einen Briefkasten nur dort machen und darüber dann die Steuern, ich sag mal, umleiten. Da habe ich ein Problem mit. Gegen Wettbewerb habe ich nichts. Da fragt man sich natürlich, warum machen sie es nicht wie Monheim? Wenn wir jetzt unseren Hebesatz mal eben senken, verlieren wir 20, 25 Millionen Euro. Das heißt, ich müsste dann jetzt schon Zusagen von Unternehmen haben, die sagen, ich komme dann nach Dormagen, wenn du deinen Hebesatz so senkst. Ich glaube aber auch nicht, dass es eben der richtige Weg ist, weil am Ende des Tages müssen wir alle gucken, wie unser Gesamtsystem finanziert ist. Jeder muss seinen Beitrag zu leisten. Gibt es da konkrete Zahlen, wie viele Firmen da jetzt rübergewandert sind und quasi aus ihrer Stadt abgewandert? Also konkrete Zahlen gibt es nicht, weil die Firmen im Regelfall eben nicht abwandern, sondern sie machen einen Zweitsitz oder sie organisieren sich anders. Aber sie müssen eben sich nicht hier abmelden und im Monheim anmelden und ihr ganzes Personal rüberziehen, sondern es gibt eben andere Möglichkeiten,
um das zu machen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man die Patente quasi nach Monheim in einer Patentabteilung verlagert. Und dann werden diese Patentgewinne eben versteuert und nicht die Produktionsgewinne. Und das heißt, da wo es Kracht und Schlote sind, da wird dann eben nicht unbedingt die Gewerbesteuer gezahlt. Und das ist dann schon problematisch. Schummel mit Firmensitzen, um weniger Steuern zu zahlen? Bei so manchem Firmensitz fragen wir uns, wo hier eigentlich die Mitarbeiter arbeiten sollen. 48 Unternehmen sind zum Beispiel an dieser Adresse gemeldet. Wir recherchieren undercover und geben uns als Firma aus, die ihren Sitz von Hamburg nach Monheim am Rhein verlegen will. Im Internet stoßen wir gleich auf mehrere Anbieter, die Büroräume als Firmensitz vermieten. Sie werben mit virtuellen oder möblierten Büros und unterschiedlichen Servicepaketen. Die Botschaft im Werbevideo: Steuertricks machen richtig Spaß. Wir verabreden uns mit einem dieser Vermieter. Die Adresse liegt in einem Wohngebiet. Am Briefkasten des Einfamilienhauses sind gleich 8 Firmen gelistet. Doch das seien längst nicht alle, erzählt uns der Büroservice-Dienstleister. Insgesamt gäbe es inzwischen fast 130 Firmen in diesem Haus. Wie viele Büroräume haben Sie denn? Also auf dieser Etage 5 und im Dachgeschoss noch 1. Die Büros sind ja total leer. Kommt denn hier auch mal jemand zum Arbeiten her? Nein, die meisten habe ich noch nie gesehen. Wir sortieren die Post 1-2 Mal die Woche und leiten die dann weiter. An die eigentlichen Firmenadressen? Ja, genau. Er erklärt uns, wie es abläuft. Ab 159 Euro pro Monat können wir so einen Büroplatz mieten. Doch er bietet noch einen besonderen Service. Eine Telefonnummer aus Monheim, damit es glaubwürdiger aussähe. Aber er würde dann das Telefon nach Hamburg umleiten. Wenn wir hier unser Geld vor Steuerzahlungen schützen wollen, können wir ein Rundum-Sorglos-Paket bekommen. Aber ist das legal? Grundlage davon, von dem niedrigen Steuersatz zu profitieren, ist, dass man vor Ort ansässig und tätig sein muss. Und durch diese Dienstleistung, die eben einen Schreibtisch, eine Nummer, einen Briefkasten im Prinzip vortäuschen, lässt sich so eine Geschäftstätigkeit eben illegalerweise vortäuschen. Doch wenn wir hier einen Scheinfirmensitz eröffnen, was ist mit der Kontrolle durch das Finanzamt? Der Bürodienstleister beruhigt uns. Am besten, Sie mieten erstmal ein normales Büro, zu dem nur Sie Zugang haben. Den Vertrag senden Sie an das Finanzamt. Sobald Sie Ihre Monheimer Steuernummer haben, kündigen Sie diesen Vertrag und wir machen einen neuen Vertrag für ein virtuelles Büro, inklusive Telefonnummer und Postservice. Hat das Finanzamt da schon mal nachgehakt? Wollte einen Schreibtisch sehen? Nein, die wissen doch, was los ist. Wir fragen das zuständige Finanzamt dazu an, berichten über die Möglichkeit, sich nur zum Schein in Monheim anzusiedeln. Ein Interview wird abgelehnt. Schriftlich lässt man uns wissen, es sei nur wichtig, dass in Monheim wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wie verbreitet ist hier das Geschäft mit Scheinfirmensitzen? Wir suchen einen zweiten Anbieter von Büroplätzen auf. Auch er versichert uns, vom Finanzamt bekäme unsere Firma lediglich einen Brief mit Fragen. Da müssen wir nur richtig ankreuzen. Haben Sie denn viele Mitarbeiter? Nein. Sehen Sie, dann sind es auch nicht viele Entscheidungen, die Sie hier vor Ort treffen müssen. Zahllose Firmen sind offenbar nur zum Schein hier im Ort. Anwesenheit wird nur vorgetäuscht. Wir wollten mit mehreren Bürodienstleistern darüber noch mal offen sprechen, aber keiner hat geantwortet. Das ist genau das Problem auch für die Finanzbehörden, diese illegale Steuerhinterziehung am Ende nachzuweisen. Bürgermeister Lierenfeld sieht deshalb den Fehler im System. Ich mache den Regierungen der letzten Jahre den Vorwurf, dass man da noch keinen Riegel vorgeschoben hat. Weil das sind die, die das Problem entstehen lassen. Die Monheimer profitieren von dem Problem. Aber es ist eben nicht die Situation, dass ich jetzt auf den Kollegen schimpfe, sondern ich sage, das System muss geändert werden. Die Bürgerinnen und Bürger können sich ja auch nicht aussuchen, wie sie ihre Steuern zahlen. Da, wo ich wohne, muss ich meine Steuern zahlen. Und dass das bei Unternehmen eben anders ist, das ist schwer zu verstehen. Bislang sieht das Bundesfinanzministerium allerdings keinen Handlungsbedarf. Und so lässt Panama weiterhin grüßen, mitten aus Deutschland. Steuern müssen wir alle zahlen.
Zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Sie ist bei jedem Einkauf fällig. Für Produkte, die der Grundversorgung dienen, wie Lebensmittel, gilt der ermäßigte Steuersatz von 7%. Für alle anderen Dinge der normale Steuersatz von 19%. So die Regel, wenn es nicht so viele Ausnahmen gäbe. Und den Mehrwertsteuer-Irrsinn. Zum Beispiel Kartoffeln und Süßkartoffeln. Was glauben Sie, welcher Mehrwertsteuersatz kommt hier zum Zuge? Das ist Nahrung. Das ist Nahrung? Nahrung ist 7%. Ist beides Nahrung, ne? Theoretisch gesehen, ja. Und praktisch? Ich weiß nicht, wie die Süßkartoffeln bewertet werden. 7%. Süßkartoffeln ist auch ein Nahrungsmittel. Das Stopp. Ist auch für mich ein Nahrungsmittel. Ja. Nahrungsmittel, ja. Ja, genau. Besteuert wird es aber mit? 19%. Ja, das ist aber dann ein bisschen seltsam. Nächstes Beispiel. Äpfel und Apfelsaft. Das ist für mich ein Nahrungsmittel, weil es eben normales Getränk ist. Apfelsaft, also Ihrer Meinung nach? 7. Ja. Und die Äpfel? Ja, auch. Auch 7. Ja. Ist leider falsch. Wieso? Äpfel? 7, richtig. Ja, richtig. Apfelsaft? 19. Oh, da ist aber irgendwas verkehrt gelaufen. Trinken Sie Kaffee? Ja. Mit Milch oder ohne? Mit ganz wenig Milch. Ganz wenig Milch? Ja. Wie ist der besteuert? Wenn ich den mitnehme, glaube ich, also, dann ist es wieder anders, als wenn ich den verzehre. Ausschlaggebend ist tatsächlich der Milchanteil. Kaffee schwarz oder mit einem kleinen Schuss Milch 19%. Kaffee mit viel Milch 7%. Kaffee mit Milchersatz, egal ob Hafer, Soja oder Mandel, 19%. Ich glaub's ja nicht. Ist doch so einfach, oder? Ja, ganz einfach, ja. Wir haben hier lecker Trüffel. Ja. Und Windel. Windel. Trüffel ist ein Produkt, was ich gerne essen kann, muss ich aber nicht. Eine Windel braucht man ja. Und wie wird es dann besteuert? Trüffel bestimmt 19%. Hat mir nicht gerade gesagt, Nahrungsmittel 7, ja, trotzdem, und alles andere 19? Ja, aber das zählt nicht zu den Nahrungsmitteln, denke ich mal. Das ist ja ein Genussprodukt, wenn ich so bezeichnen kann. Klingt logisch. Und das ist eigentlich Grundbedürfnis. Das ist ein Bedürfnis für ein Baby, ja, ja. Logisch. Ne? Ja, das haben Sie völlig richtig hergeleitet, ist leider aber falsch. Ui, warum? Wieso? Das wird ja noch verwirrter alles. Ja, das fragen wir uns auch. Wie sind wohl Medikamente besteuert? Laut meiner Definition wäre das auch eine Grundversorgung. Da würde ich es fair finden, wenn es irgendwie 7% wären. Ist die Welt fair? Leider nicht. Was halten wir denn für ein Fazit jetzt fest? Blickt da irgendjemand noch durch bei dem Mehrwertsteuerdschungel? Nee. Die Regelung zur Mehrwertsteuer ist kompliziert. Und genau das kritisiert Petra Ackmann vom Bund der Steuerzahler. Der Verein fordert dringend eine Reform der Mehrwertsteuer. So richtig versteht man es ja nicht, weil es muss ja wohl klar sein, was ein Lebensmittel ist und was nicht, oder? Ja, aber es gibt eben einen Katalog, der ist auch seit 1960 festgeschrieben. Der ergibt sich aus dem Zolltarif und da werden Lebensmittel aufgeführt in aller Bandbreite. Und da ist die Hafermilch nicht mit drin, deswegen 19%. Mhm. Wasser. Was ist mit Wasser? Wasser ist auch 19%. Ach, das ist kein Lebensmittel, aber ich brauche es doch zu leben. Genau. Also das ist alles sehr unsystematisch. Wir als Bund der Steuerzahler fordern seit langem, dass da mal irgendwie jemand mal durchgeht und mal sagt, aufräumen hier. Was ist jetzt lebensnotwendig? Was gehört? Letztlich reden wir über Subventionen. Ja? Also wenn ich etwas günstiger mache, als es normalerweise dem Regelsteuersatz mit 19% entspricht, dann rede ich über Subventionen. Mhm. Und dann muss ich Subventionen vielleicht auch mal angucken, ob sie noch gerechtfertigt sind oder nicht oder ob sie ausgeweitet werden müssen oder nicht. Der Bund der Steuerzahler hat das lange schon auf dem Forderungskatalog. Mehrwertsteuer gibt es auch bei Blumen. Darum sind Gärtnereien wahre Steuerdschungel. Für Blumen und Pflanzen gelten nämlich gleich drei verschiedene Steuersätze. 7%, 9% für landwirtschaftliche Erzeugnisse und die regulären 19%. Wir sind mit Kai Jentsch verabredet. Er betreibt ein Blumengeschäft mit angeschlossener, handelnder Gärtnerei. Und man ahnt es schon, das macht es kompliziert. Ach, Tulpen. Ja. Ich liebe ja Tulpen. Ne? Ja, Tulpen ist total toll. Wunderschön. Tulpen ist wirklich genau das, was jetzt in die Saison passt. Das ist das, wo wir wirklich richtig dabei sind. Mhm. Und das Interessante an den Tulpen ist, wenn man sie hier bei uns in der Gärtnerei kauft, dann kostet die Tulpe 7% Mehrwertsteuer.
Und wenn man sie in der Gärtnerei kauft, dann kostet sie 9% Mehrwertsteuer. Jetzt haben Sie zweimal Gärtnerei gesagt. Ja, es gibt ja auch zwei unterschiedliche Gärtnereien. Wir sind einmal eine Gärtnerei, die handelt, die gewerblich arbeitet, die hat 7% Mehrwertsteuer. Wenn ich ein reiner Produktionsbetrieb bin, eine reine Produktionsgärtnerei, dann berechne ich 9% Mehrwertsteuer. Aber Sie sind ja beides. Sie haben hinten die Gärtnerei und vorne den Blumenladen. Richtig, für den Laien nicht so einfach zu erkennen. Aber bei uns überwiegt der Blumenhandel, also das Geschäft an den Endkunden. Und das sind dann 7% Mehrwertsteuer. Wie aufwendig und kompliziert ist das dann aber in der Praxis für Sie? In der Praxis müssen wir wirklich darauf täglich achten, was wir tun. Wir müssen ganz genau hingucken, welche Pflanze hat welchen Mehrwertsteuersatz. Wir müssen ganz genau gucken, wie sind diese Arrangements zusammengebaut. Das Interessante kommt ja erst dann, wenn ich die Pflanze verarbeite. Wenn ich aus der Blume nachher einen Blumenstrauß mache, beziehungsweise ein Blumengesteck, ein Arrangement, dann ändern sich auch die Steuersätze. Kai Jentsch nimmt uns mit in die angeschlossene Gärtnerei des Blumenladens. Ja, hier, die Tulpen, die sind ja auch hübsch. Sind ja eigentlich genau die gleichen Tulpen, ne? Richtig, das sind genau die gleichen Tulpen. Die sind zusammen im selben Gewächshaus gewachsen. Das sind 7%, das hier sind 19. Wieso das jetzt? Da ist die Tüte dran, das ist eine Einheit. Die Tüte ist günstiger als die Tulpen, deswegen 7%. Hier das Glasgefäß ist teurer als die Tulpen, deswegen ist das gesamte 19%. Okay, wenn Sie die Tulpen aber nur ins Glas reinstellen und nicht richtig mit der Erde reinsetzen? Dann sind es zwei einzelne Produkte, die Tulpen 7 und das Gefäß 19. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ja, ich verstehe. Nicht. Genau. Kai Jentsch wünscht sich Klarheit. Und damit ist er nicht allein. Eine Reform der Mehrwertsteuer hält auch der Bundesrechnungshof für überfällig. Über Jahrzehnte hinweg ist letztendlich ein kompletter Wildwuchs entstanden, sodass nicht mehr nachvollziehbar ist, was ermäßigt und was voll besteuert ist. Das heißt, die Regelungen sind unheimlich kompliziert. Sie führen in der Praxis zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Wann ist welcher Steuersatz anwendbar? Auf welches Produkt? In welcher Ausprägung? Und wir haben am Ende des Tages widersprüchliche Ergebnisse. Durch den ermäßigten Steuersatz entgehen dem Staat jährlich rund 35 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof fordert deshalb: Umsatzsteuerermäßigungen sollten sich auf den Bereich der Grundversorgung beschränken. Das ist eigentlich das grundsätzliche Ziel der Ermäßigung. Und es sollte hier nicht so sein, dass wir eine Klientelpolitik haben zulasten der Allgemeinheit. Wir fragen nach beim Bundesfinanzministerium. Wollen wissen, wie steht es um die Reform der Mehrwertsteuer? Ein Interview dazu möchte man uns nicht geben. Schriftlich heißt es: Der überwiegende Anteil der aktuell geltenden Steuervergünstigungen ist historisch gewachsen. Außerdem habe man die Empfehlung des Bundesrechnungshofs zur Kenntnis genommen und wertet diese derzeit aus. Gärtnereiinhaber Kai Jentsch hofft auf eine Lösung, bei der er auch weiterhin möglichst viele Blumen mit nur 7% Mehrwertsteuer verkaufen kann. Natürlich kann man jetzt sagen, wir machen alles 19%. Das würde aber bedeuten, dass die Blumengeschäfte, dass die landwirtschaftlichen Betriebe, das Lebensmittelverkauf sehr viel teurer werden würde, weil diese Steuer ja, wenn sie erhoben wird, auch abgeführt werden muss. Und wir haben natürlich keine Gewinnspanne, wo wir 12% mal eben wegstecken können. Eine Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer hätte also ihren Preis. Solange stehen auf jedem Kassenbon weiterhin zwei Mehrwertsteuersätze. Jedes Jahr um den 7. März ist er wieder da, der Equal Pay Day. Dieser Tag soll darauf aufmerksam machen, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, nämlich im Schnitt ganze 18%. Ab 7. März fangen wir Frauen an, Geld zu bekommen. Die Gleichberechtigung ja. Verdient haben wir schon eher, aber wir kommen angeblich erst ab 7. März. Es ist ungerecht, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt, ich sag mal, hier den Boden wische als Mann und als Frau den Boden wische, kriege ich als Mann mehr. Warum? Ich sehe es nicht ein. Nein. Also da sollte man ganz schnell handeln. Die viele sind in Teilzeit unterwegs, arbeiten ja dann nicht, weil sie sich um ihre Familie kümmern. Das ist immer noch so. Frauen sind ja nicht so oft in Führungspositionen wie Männer. Doch auch bei gleicher Arbeit liegt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen bei aktuell 7%. Bei Gehältern gibt es also ein krasses Geschlechtergefälle. Tränen der Erleichterung bei Susanne Dümer nach dem Sieg vor Gericht. Ihr männlicher Kollege verdiente in der gleichen Position so viel mehr Geld, dass sie ihren Arbeitgeber verklagt hatte. Mit Erfolg.
Sie hatte vor Gericht Unterstützung von einer Rechtsanwältin aus Berlin. Die wollen wir besuchen und fahren hin. Sarah Lincoln hat Susanne Dumas im Arbeitskampf begleitet. Ja, kommen Sie mit. Vor 7 Jahren fing ihre Mandantin einen neuen Job im Vertrieb bei einer Meißner Metallbaufirma an. Und zeitgleich wurde auch ein Mann eingestellt, der die gleiche Arbeit verrichtete wie sie und auch gleichermaßen qualifiziert und erfahren war. Susanne Dumas und ihr Kollege vertreten sich regelmäßig, zum Beispiel während der Urlaubszeiten. Dass er eben erheblich mehr verdiente, das erfuhr sie eigentlich durch einen Zufall. Und zwar signierte er seine E-Mails irgendwann plötzlich mit dem Zusatz Leiter, obwohl er die gleiche Arbeit machte und auch keine Personalverantwortung oder Ähnliches hatte. Und da wurde sie stutzig und bohrte beim Chef nach. Und dann stellte sich heraus, dass er von Anfang an erheblich mehr verdient hat und auch noch gerade eine weitere Gehaltserhöhung bekommen hatte. Während Sarah Lincolns Mandantin monatlich 3.500 Euro brutto für ihre Arbeit erhielt, bekam der männliche Kollege für die gleiche Arbeit 1.000 Euro mehr. Wie wurde das damals begründet von dem Arbeitgeber? Der Arbeitgeber hat sich ganz schlicht darauf berufen, dass der Mann mehr Geld gefordert hatte und dass er ihm auch mehr Geld zahlen musste, um ihn für die Stelle zu gewinnen. Gehälter dürfen sich allerdings nur unterscheiden, wenn dafür objektive Gründe vorliegen. Das sind meistens arbeitsbezogene Gründe, also Qualifikation, Erfahrung, Leistung. Mit solchen Begründungen kann man eben auch jemanden mehr bezahlen. Was man nicht sagen kann, ist, naja, die Person hat eben mehr gefordert. Also Verhandlungsgeschick ist kein solch objektiver Grund. So hat es das Bundesarbeitsgericht im Februar 2023 entschieden und damit ein Grundsatzurteil mit Signalwirkung gesprochen. Wie genau können denn Frauen jetzt bei Gehaltsverhandlungen vorgehen? Also ich kann allen Frauen nur raten, ihr Gehalt offensiv zu verhandeln. Sie sollten nachfragen, wie viel verdienen denn die Leute im Unternehmen, die vergleichbare Arbeit leisten, wie sehen die Einstiegsgehälter aus und dann ein entsprechendes Gehalt fordern. Und es ist übrigens so, man kann auch nachträglich dann Lohnnachzahlungen fordern. Also sobald man erfährt, dass ein Kollege für die gleiche oder vergleichbare Arbeit mehr verdient, bekommt man dann eben diese Lohnlücke ausgeglichen, auch nachträglich. Bei der Jobsuche ist es schwer herauszufinden, ob ein Unternehmen geschlechtsneutral und fair bezahlt oder nicht. An Zertifikaten wie diesem kann man sich orientieren. Und Aushängeschild für alle Unternehmen, die ihre Beschäftigten fair bezahlen. Die Frau, die diese auf EU-Ebene anerkannte Fair-Pay-Auszeichnung an Unternehmen verleiht, ist Henrike von Platen. Sie berät Firmenchefs, die Lohnlücken im eigenen Betrieb schließen wollen. Es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die sagen, okay, wir haben hier zwei, laufen nebeneinander, gleicher Job. Eine Person, könnte auch der Mann sein, ne, nimmt Elternzeit, bleibt mal 3 Jahre zu Hause, kümmert sich ums Kind, laufen weiter. Das Unternehmen sagt, okay, die jährliche Gehaltserhöhung, die wir sowieso vergeben, nimmt die Person mit. Die bekommt die auch. Warum sollte diese Person nach 3 Jahren wiederkommen und auf dem Gehalt von vor 3 Jahren einsteigen? Das ist ein Weg, den Unternehmen gehen, zu sagen, okay, da reduzieren wir die Lücke mit. Ein anderer Ansatz der Expertin lautet, mehr Frauen in den Chefetagen. Es ist ja nicht so, dass Frauen nicht Geschäftsführung könnten, wollten oder so, aber irgendwie sind sie da halt nicht. Warum kommen die da nicht an? Und warum schaffen wir es nicht als Gesellschaft und dann eben bezogen auf ein Unternehmen dafür zu sorgen, dass diese Chancengleichheit, die ja irgendwo sogar verankert ist, dass es die geben sollte, auch tatsächlich gelebt wird? Und das bedeutet, dass ich eben allen Menschen, die bei mir arbeiten, ermögliche, in allen Rollen zu sein. Und wenn Unternehmen diese Gender Pay Gaps wirklich schließen wollen, setzen die sich freiwillig Quoten, um dieses Ziel zu erreichen. Zu Henrike von Platens Kunden gehören Firmen wie der Sportartikelhersteller Puma oder der Autobauer BMW. Der konnte laut eigener Aussage den Gender Pay Gap im Unternehmen auf unter 1% reduzieren. Aber es geht auch ohne Zertifikat. In dieser alten Hamburger Kirche sitzt ein Unternehmen, in dem jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin weiß, was die anderen verdienen.
Christopher Roos ist einer von insgesamt 4 Geschäftsführern der Digitalagentur Elbdudler. Sie haben nicht nur besondere Räumlichkeiten, sondern Sie haben auch eine Besonderheit, was die Transparenz der Gehaltsstruktur angeht. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Aus Fairnessgründen. Also wir hatten es nicht von Anfang an. Es gab so ein Einheitsgehalt ganz am Anfang, als wir ein ganz junges, kleines Unternehmen waren. Und dann, als wir gewachsen sind, kam natürlich immer mehr so die Bedingungen des Marktes von außen dazu, was Gehälter angeht. Wir müssen die Gehälter anheben und haben dann aber das Gefühl gehabt oder hatten auch Feedback von den Mitarbeiterinnen, dass es nicht mehr ganz fair ist. Also, dass man so das Gefühl hat, es wird intransparent und so. Und das war eigentlich die Reaktion darauf, dass wir dann gesagt haben, ja, okay, machen wir das Gegenteil. Und legen die Gehälter einfach offen. Also der Impuls kam eigentlich von den Mitarbeitern? Ja, es war doch, ich würde sagen, also jeder hier kann eine Tabelle öffnen, die ist für alle zugänglich und dann sind sie einsehbar. Gibt es ein höheres Gefühl der Fairness jetzt, wo man sieht, dass der Kollege 2000 Euro mehr verdient? Na, ich glaube, es gibt Sachen, die einfach nicht auftreten dadurch. Gender Pay Gap ist ein großes Thema beispielsweise. Das ist per System nicht möglich, weil wir einfach feste Regelungen haben, wie eine Position bezahlt wird oder in welchem Gehaltsrange die liegen muss. 80 Männer und Frauen arbeiten in der Hamburger Digitalagentur. Zwischen Berufseinsteiger und Chefposten liegt eine Spanne von mehreren tausend Euro. Die ist aber klar kommuniziert. Eine Offenlegung des Gehalts bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass jeder so viel verdient, wie er möchte. Nee, das wird gern mal auf Elbdudler projiziert, aber ist nicht der Fall. Also wir haben wirklich eine klare Tabelle, wo wir sagen, wir haben Gehaltsranges innerhalb der einzelnen Level, auf denen man sich bewegen kann. Und dann innerhalb dieser Ranges ist dann schon irgendwo Verhandlungssache. Also dass man sagt, okay, was ist meine Erfahrung, was bringe ich ein? Fühlen sich wirklich alle immer fair behandelt vom Gehalt her? Ich glaube, das wäre anmaßend, wenn ich das jetzt für alle behaupte. Ich glaube, der Unterschied bei uns ist, dass ich einen Kontext habe, auch als Mitarbeiterin. Dass ich sage, ich kann das in den ganzen Kontext einordnen. Bei uns sind auch alle anderen Zahlen transparent. Also ich weiß auch, wie es wirtschaftlich um die Agentur steht. Wir veröffentlichen einmal im Monat die Umsatzzahlen, unsere Personalkosten. Also ich kann hier, unser Gründer sagt immer, bis zum Klopapier alles einsehen. Völlige Transparenz der Gehälter. Das machen nur sehr wenige Unternehmen. Dabei wäre es eines der wirkungsvollsten Mittel, um die Bezahlung von Männern und Frauen gerechter zu gestalten. Es muss viel mehr über Lohn gesprochen werden. Und man sollte bei den Kollegen nachfragen, wie viel sie verdienen. Wenn sich dann Kollegen darauf berufen, dass sie darüber nicht sprechen dürfen, kann man ihnen sagen, dass solche Klauseln in den meisten Fällen unwirksam sind. Auch dazu gibt es Rechtsprechung. Man darf durchaus über Gehälter sprechen. Und wenn man auf dem Weg erfährt, dass man weniger verdient, sollte man das eben auch ansprechen. Erhebliche Verbesserungen könnte auch eine neue EU-Richtlinie zu mehr Gehaltstransparenz bringen. Die sieht zum Beispiel vor, dass Arbeitgeber in Einstellungsgesprächen offenlegen müssen, wie die Einstiegsgehälter sind und wie die Lohnspanne im Unternehmen ist. Das macht es natürlich auch für Frauen sehr viel einfacher, ihren Lohn dann entsprechend zu verhandeln. Noch sieht die Realität aber anders aus. 18% Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen. Deutschland gehört damit zu den europäischen Schlusslichtern in Sachen Fairness. Steuern und Gehälter in Deutschland. Viele wünschen sich mehr Gerechtigkeit bei der Bezahlung. Und mehr Klarheit bei den Steuern. Fachleute finden, da gibt es noch so einiges zu regeln. Hat euch unsere Doku gefallen? Dann könnt ihr hier gleich weitere spannende Dokumentationen von unserem Kanal anschauen. Und hier haben wir weitere Videos zum Thema. Und wenn euch Marktcheck gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne hier abonnieren.